darf herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz willkommen heißen. Thematik ist klar, es geht um den Verkauf der Pegas-Anteile der burgenländischen Gemeinden einerseits und um die Frage der Flächenwidmung untere Dürecker in Großhöflein andererseits. Der Gemeinderat Großhöflein hat, man kann sagen, auftragsgemäß, wie die anderen burgenländischen Gemeinden auch, den Verkauf der Pegas-Anteile der Gemeinde Großhöflein in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2011 beschlossen, auftragsgemäß deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass nahezu alle Gemeinderäte im Burgenland, die diese Beschlüsse gefasst haben, sich mit der Materie kaum befasst haben und auf Zuruf seitens der burgenländischen Landesregierung hier reagiert haben. Wir haben festgestellt, dass die wenigsten die Verträge sich angeschaut haben. Niemand hat sich die Gutachten angeschaut, nachdem diese Gutachten ja weiterhin unter Verschluss gehalten werden und man nicht einmal Kopien von diesen Gutachten bekommt. Eine für mich sehr fragwürdige Vorgangsweise. Wie soll denn der Eigentümer, und das sind die burgenländischen Gemeinden, über die Frage einer Sinnhaftigkeit des Verkaufes entscheiden können, wenn man nicht einmal in die Gutachten Einsicht nehmen darf? Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Verkauf der Pegas-Anteile zum jetzigen Zeitpunkt für die burgenländischen Gemeinden, ich spreche in erster Linie natürlich für Großhöflein, nicht sinnvoll ist. Und zwar deswegen, weil wir in einer Zeit leben, wo wir mit einer beträchtlichen Inflation rechnen müssen. Daher wäre es klug, werthaltige Beteiligungen, wie es eben die Pegas-Anteile darstellen, zu behalten. Man darf nicht vergessen, wenn wir diese Anteile verkaufen, dann sind die Erlöse, die jährlich von der Pegas ausgeschüttet werden, als Gewinnbeteiligungen in Zukunft eben nicht mehr zu erwarten. Wir meinen auch, dass wesentlich höhere Erlöse zu erzielen wären, wenn man in einen freien Verkauf gegangen wäre, das heißt nicht unter der Hand diese Geschichte abgewickelt hätte, sondern eine Ausschreibung vorgenommen hätte. Wir sind weiters der Meinung, dass einige Vertragspassagen zum Nachteil der burgenländischen Gemeinden sind. Es ist unverständlich, dass die Verkäuferseite, also die burgenländischen Gemeinden, mit einem beträchtlichen Teil der Vertragserrichtungskosten, nämlich rund 300.000 Euro, belastet werden. Es ist unverständlich, dass die Gewinnanteile für das Geschäftsjahr 2010-2011 nicht bei den Gemeinden landen, wo sie hingehören, sondern dass sie dem Land Burgenland bzw. der Burgenland Holding zugutekommen sollen. Insgesamt eine Vorgangsweise, die für uns bedenklich, problematisch ist. Noch problematischer ist für mich jedoch die Vorgangsweise der burgenländischen Landesregierung im Zusammenhang mit der Flächenwidmung untere Dürecker in Großhöflein. Schon von meinem Beruf her, aber auch aufgrund meiner Einstellung, aufgrund meiner Überzeugung, sage ich, es muss eines geben. Es muss ein Mindestvertrauen der Bevölkerung in die Politik geben, in Zusagen der Politik. Jetzt weiß ich, dass das in den vergangenen Jahren immer weniger der Fall gewesen ist, dass Versprechen gebrochen worden sind von der Politik, dass man überrascht worden ist von plötzlichen Gesetzesänderungen. Ich halte das für falsch, und dort, wo ich mitreden kann, wo meine Freunde mitreden können, haben wir gesagt, dort wollen wir eine derartige Vorgangsweise nicht akzeptieren. Die Grundstückseigentümer, untere Dürecker, haben vertraut auf Zusagen der Politik, auf Zusagen der Gemeindepolitik, aber auch der Landespolitik, dass es zu einer Widmung der unteren Dürecker im Bauland kommt. Im Vertrauen auf diese Zusagen haben sie unerhört viel Geld investiert, wie mir jetzt bekannt geworden ist, bereits 160.000 Euro investiert, und es kann nicht sein, dass man mir nichts, dir nichts hergeht und sagt, das interessiert uns alles nicht. Wir machen
nunmehr keine Widmung. Wenn jetzt versucht wird, seitens der Gemeindevertreter von SPÖ und ÖVP zu sagen, naja, es wird noch einen runden Tisch geben und es wird noch Gespräche geben, kann ich das nur als Glanz auffassen. Weil man hat ja angeblich diese Gespräche schon vor der Sitzung des Raumplanungsbeirates geführt, mit den Clubobleuten von Rot und Schwarz, mit den Fachbeamten, und es ist nichts herausgekommen. Das heißt, das Einzige, was herausgekommen ist, war die Ablehnung der burgenländischen Landesregierung bzw. des burgenländischen Raumplanungsbeirates gegenüber dieses Projekt. Ich frage mich, warum sollte sich jetzt irgendetwas ändern, wenn man nur Gespräche führt? Es hat der Herr Landeshauptmann, wie sich aus diesen Mail ergibt, nicht einmal die Zeit sich genommen, vor Weihnachten mit den Grundstückseigentümern einen Termin zu vereinbaren. Jetzt angeblich soll es kurzfristig einen Termin vor Weihnachten auch noch geben. Ich frage mich, warum hat er am 7.12. laut Mail keine Zeit? Jetzt hätte er auf einmal Zeit. Offenbar brennt den Herrschaften jetzt doch ein bisschen das Feuer unter den Nägeln. Wir von der Liste Burgenland-Großhöflein, LBL-Großhöflein, haben gesagt, wir wollen nicht eine Volksabstimmung herbeiführen, ohne mit den Grundstückseigentümern Dürrecker Rücksprache gehalten zu haben. Wir haben die letzten 3 Tage dazu genutzt und haben festgestellt, dass mehr als 75% der Grundstückseigentümer wollen, dass wir die Frage des Verkaufes der Begas-Anteile mit der Frage der Flächenwidmung Dürrecker junktimieren. Das heißt, dass wir zum Ausdruck bringen, wenn die burgenländische Landesregierung gegenüber Großhöflein eine derartige Vorgangsweise wählt, dann besteht auch überhaupt kein Anlass für Großhöflein gegenüber der burgenländischen Landesregierung in Sachen Begas-Anteileverkauf auch nur irgendein Entgegenkommen zu zeigen. Zum Prozedere, die Silvia Unger wird euch dann ein bisschen etwas noch sagen von der Stimmungslage, wie die Grundstückseigentümer reagiert haben, sie ist sehr fleißiger unterwegs gewesen, vom Prozedere her. Wir haben Zeit ab der Beschlussfassung des Gemeinderates Großhöflein vom 15.12. 8 Tage, um ca. 100 Unterschriften beim Gemeindeamt einzubringen. Wenn diese ca. 100 Unterschriften eingebracht werden, liegt das Projekt 2 Monate auf Eis. Das heißt, der Gemeinderatsbeschluss über den Verkauf der Begas-Anteile bekommt keine Wirksamkeit. Wir haben 2 Monate Zeit, um weitere ca. 300 Unterschriften zu sammeln. Wenn das dann über die Bühne gegangen ist, muss sich der Gemeinderat mit dieser Frage befassen und muss eine Verordnung erlassen, wonach die Volksabstimmung dann innerhalb von 3 Monaten durchzuführen ist, wobei auch diese Listen mindestens 4 Wochen lang aufliegen müssen. Das heißt, unsere Vorgangsweise führt jedenfalls dazu, dass innerhalb der nächsten 3,5 Monate der Beschluss über den Verkauf der Anteile der Begas nicht in Rechtswirksamkeit gerät. Das ist insofern spannend, weil ja, wie Sie wissen, sämtliche Gemeinden dem Verkauf der Anteile an der Begas zustimmen müssen, weil sonst wird dieser Vertrag nicht wirksam. Das ist insofern spannend, als im Vertragsentwurf oder im Vertrag, der hier vorliegt, ein sehr enger Fristenlauf vorgesehen ist, sodass dieser Fristenlauf mit der Verzögerung, die hier eintritt, nicht mehr unter den Hut zu bekommen ist. Das heißt, dass es durchaus bei uns liegt, zu verhindern, dass dieser Vertrag zustande kommt. Und ich gehe davon aus, dass die burgenländische Landesregierung in angemessener Form reagieren wird müssen oder eben sagt, gut, dann lassen wir die Sache Verkauf der Begas-Anteile bleiben, was uns auch recht wäre, weil ich ja, wie gesagt, mit meinen Freunden der Meinung bin, dass der Verkauf zur jetzigen Zeit nicht das Beste ist, sondern sogar zum Nachteil der Gemeinde ist. Okay, vielleicht
kurz, wie sich die... Ja, also die Stimmung in Rosenberg, muss ich sagen, ich war eigentlich ganz weg. Teilweise sind wir selber fast die Tränen gekommen. Und zwar waren junge Familien, also fast schon Kinder haben, Kleinkinder, ist ihnen mal versprochen worden, ja, das wird heuer was. Teilweise haben schon sehr viel Geld ausgegeben, die letzten Groschen. Haben die eigenen Familien dort, müssen wahrscheinlich, sagt die eine, vielleicht nach Niederösterreich gehen, sagt, dann muss ich doch wieder eine Wohnung nehmen. Also und die Stimmung ist so negativ und vor allem schon zu anfressen vom Bürgermeister, vom Vizebürgermeister, sagen sie, nur Versprechen, Versprechen und es passiert nichts. Und ich kann mir das nicht vorstellen von der Landesregierung, dass die so hart sein können, aus welchen Gründen, fragen sie dann die natürlich. Ne? Also die Lage ist momentan ganz schlecht. Und von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind wir felsenfest überzeugt, dass wir jetzt locker mal die 100 Unterschriften in den nächsten 2 bis 3 Tagen sammeln und dass wir dann innerhalb dieser 2 Monate Frist die weiteren 300 Unterschriften sammeln. Also von der Reaktion der Bevölkerung scheint das eine sehr einfache Aufgabe zu sein. Das kommen Wünsche. Schönes Weihnachts, vielleicht zeigen wir es noch vorher. Falls wir die Unterschriften nicht sammeln. Musik.